Don't Stop, so heißt unsere Zusammenarbeit, unser Dialog mit der Sammlung Hoffmann. Sie werden einen Versuch sehen, um neue Wege zu gehen, um Klassifikationen mal neu zu denken, um das Konzept Museum mal zu hinterfragen und dass das möglicherweise auch gerade mit der Gegenwartskunst was sehr Spannendes sein kann. Don't Stop ist für uns als Grassi-Museum für Völkerkunde eigentlich der Anfang für ein Reinventing Grassi. Und dass wir am Ende 2023 nicht nur eine neue Dauerausstellung haben, aber eine neue Art von Museum. Lass uns einfach kurz innehalten und uns von der Performance inspirieren. Von mir mag wohl ich sei gestorben. Erika Hoffmann und ihre Kinder schenken den staatlichen Kunstsammlungen und damit im Freistaat Sachsen etwa 1200 Kunstwerke. Unsere von der Antike bis in die Gegenwart reichenden Sammlungen gewinnen durch diese Gabe an Tiefe und an internationalem zeitgenössischem Profil. Die Werke der Schenkungssammlung Hoffmann, so der Wunsch der Schenkenden und auch unser Wunsch, sollen in einen sich immer wieder ändernden und wechselnden Austausch mit anderen Sammlungen, anderen Zeiten, anderen kulturellen und historischen Kontexten und anderen Prämissen des Zeigens, Wahrnehmens und Bewertens von Objekten gebracht werden. Und diese Dialoge bestehen darin, dass wir ein einzelnes Werk aus der Schenkung, also ein Werk der zeitgenössischen europäischen oder US-amerikanischen Kunst, zum Beispiel ins Zwiegespräch bringen mit den Prunkgewändern oder mit dem Rüstzeug oder dem Handwerkszeug des Kurfürsten im Residenzschloss, mit Instrumenten der Zeitmessung im mathematisch-physikalischen Salon oder mit chinesischen und japanischen Vasen in der Porzellansammlung. In den Worten von Erika Hoffmann selbst: Kunst muss ein Stachel sein gegen die Bequemlichkeit des Denkens und die Illusion von Dauer. Diese Frage führt uns zu dem großen und vielschichtigen Themenfeld des angemessenen, den Kunstwerken gerecht werdenden Umgangs. Ist natürlich auch im kolonialen Kontext eine sehr zentrale Frage. Für den Freistaat Sachsen ist diese Schenkung ein Gewinn von unermesslichem Wert und ein ganz bedeutender Beitrag für die weltweit geschätzte Kunst- und Kulturlandschaft in Sachsen. Sehr geehrte Frau Hoffmann-Könige, in Anerkennung dieser hervorragenden Verdienste um Sachsen und seine Bevölkerung verleihe ich Ihnen den Verdienstorden des Freistaats Sachsen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich auch allein vor Ihnen stehe, habe ich in Gedanken doch meinen verstorbenen Mann neben mir. Denn wir haben über 30 Jahre lang gemeinsam gesammelt und nur in dem ständigen Dialog zwischen uns konnte die Sammlung Hoffmann in ihrer Diversität entstehen. Im Grassi-Museum macht mich stolz, dass aus dem Austausch mit dir, liebe Leontine, einige unserer Werke geradezu einführen in diese workshopartige Situation, wie sich deine Sammlung, die du hier neu ordnen willst, wie sich die arrangieren lässt. Hoffentlich stimulieren sie neue Fragen und können zusätzliche Bedeutungen gewinnen, woran ich mich dann noch besonders freuen würde.